Hands up. Willkommen Leute zu einer weiteren Part von Let's Play Pokémon Blaze Black, dem Pokémon Hack von der Pokémon Schwarzen Edition. Ja, im letzten Part, da haben wir uns ein Pokémon geholt. Ne, wer hätte es gedacht, ne? Ein Staralili. Ich kann ja mal berichten. Ja, okay. Dumm, man sieht's nicht. Naja, egal. Scheiße, guckt euch den letzten Part an einfach. Ey, verarschen. Wisst ihr etwa nicht kämpfen? Nusche. Will nicht kämpfen. Oh mein Gott, fail. Aber die will kämpfen. Zickzacks. Oh mein Gott, Zickzacks. Ah, oh, Zickzacks. Das war voll im Zickzack. Bams, der war geil, ne? Aha. Okay, egal. Flügelschock-Attacke. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Jetzt setzt der Tackle ein. Ich glaube, der hat nichts gelernt, ne? Hier muss er wohl Heuler einsetzen. Nein, nein, nichts Heuler. Scheiße. Scheiße, falscher Teil ausgewählt. Naja, egal. Noch einmal Wing Attack. Und Zickzack ist down. Und Star ist Level 11. Wow. Das kann nicht Mew sein. Das kann einfach nicht Mew sein, nein. Mew Mutant, das geht nicht, nein. Das kann nicht sein. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Was ist da? Ah, Mozi, war klar. War klar, dass Sabine, dass das Ding kommt. Naja, wir setzen mal. Okay, es setzt zuerst Heuler ein. Aber wir sind cooler, wir setzen Rankenhieb ein. In seine Visage. In seine Visage, wie ich so immer schön zu sagen pflege. In seine Visage. Yes! Wenn wir gewinnen, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh mein Gott. Und gewonnen. Okay, nicht den ganzen Kampf, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt kommt ein Tauzi. Nein, wollte ich gar nicht. Ach, scheiß drauf. Naja, Pokémon Wechsel. Star kommt rein. Star setzt Wing Attack ein. Wing Attack basht alle weg. Das hat sich gereimt, das ist cool. Und man sieht hier Adlerauge. Sandwirbel hat da nichts gebracht. Also, Pluspunkt für Staralini. Jetzt müsste so Mario-Teil kommen. Wenn ich Bock habe, das einzufügen. So Mario gereicht. Ding! Na, kommt nicht. Ach, egal. Wing Attack. Er ist tot. He's faint. Kateriperi. Was ist das? Go, 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 Silver! Und? Was ist das? Oh mein Gott, ein Raub. Oh mein Gott, wie das aussieht! Scheiße, der Sprite von den vorherigen Editionen hat mir viel besser gefallen, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen hier. Nee, das geht gar nicht hier. Und jetzt kommt er mit so einer Fahnenschussattacke ein. Als ob du nicht genug Leid angerichtet hättest. Und down. Jo, down. Und he is fame. Und wir haben 112 Pokémon-Dollar erhalten. Jetzt gehen wir mal ins hohe Gras. Ins wilde hohe Gras. Und jetzt kommt wieder. Genau, jetzt fällt mir der Name ein. Nagelotz. Ja, jetzt habe ich's. Nagelotz. Okay, ich hab's. Habe ich jetzt in meinem Kopf gespeichert. Ding! Okay, nächster Trainer. Lillipup. Ich glaube, alle Trainer haben so viele Pokémon, aber ich will ja jetzt nichts sagen. Lillipup. Also heißt das. Ne, ihr habt euch nicht getäuscht. So heißt das Pokémon, ehrlich. So, oh, was war das? Was ist das? Ich konnte das nicht lesen. Mist. Schade. Und down. Oh, 79 EXP. Yeah, man, krieg er tot. Schieß mich tot, was das ist, ey, keine Ahnung. Good job, get back. Go, 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 Silver. Und was ist das? Das ist ein Zirpreise. Zirpreise. Naja. Ich glaube, beim Anfang haben irgendwie alle Trainertypen nur so Käfer-Pokémon, aber scheiß jetzt auch. Egal. Egal. So, es setzt Geduld ein. Aber das ist sowieso One-Hit jetzt wird. Das ist nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm.
Habt ihr diese Blätter gesehen? Diese schönen goldenen Blätter? Das Dumme ist, unser Star hat was für Blätter? Genau, Blätter, sage ich. Oh mein Gott, Federn, mein Gott, scheiße. Merke ich das erst jetzt? Ja, genau, schwarze Federn. Was ist das? Bidorf, wie die Zahn. Ja, egal, wir setzen einmal Rankenhieb ein. Rankenhieb. Oh yeah, man. One hit. So, Whitley, Whitley. Das ist irgendwie wie so ein Name an. Whitley. Whitley. Naja, ein recht komischer Name, ne? Ist Hornew? Wusste ich gar nicht. Naja, das sieht auch nicht gerade geil aus hier. Nein. Manche Pokémon sehen einfach nur behindert aus in dieser Edition, also Sprites. Naja, was soll man machen? Egal. Egal, egal, egal. Wir gehen hoch und wir sehen Bianca. Ich rate mal. Die will gegen uns kämpfen, ne? Okay, sie besitzt zwei Pokémon. Einmal ein Mauzi. Wieso besitzen alle so ein Mauzi? Naja, egal. Egal, egal, egal. Ich will nichts sagen. Wing Attack. Fake Out. Erstauner ist das, genau. Ja, und unser Pokémon ist zurückgeschreckt, erschreckt. Und jetzt Biss. Ich hoffe, das wird jetzt. Ja, gut. Weil bei Biss besteht auch eine Chance, dass mein Pokémon zurückschreckt. Deswegen ist perfekt. War klar. Trank. War sowas von klar. Na ne, schade. Ich glaube, ich setze mal ruckzuck die Attacke ein und danach ist es zu Ende. Leck, leck, derbe leck. Wieso das? Weiter Teufel, wieso? Und jetzt kommt Oshawott. Hört sich irgendwie wie so ein Teil an. Wie so japanischer Sensei, so, ne? Aber ist ein Otaro. Ja, eine schöne Attacke. Eine schöne Rankenhieb-Attacke wird da. Ja, viel Gutes tun. Wine Whip. Bam! Sehr effektiv. Aber nicht ganz down. Naja, egal. Wir setzen noch einmal Rankenhieb-Attacke ein und dann müsste das Ding down sein. Wir gewinnen 1000 Pokémon Dollar. Wuhu, so viel Geld hat ich ja noch nie. Ach so, schade, ist ja virtuelles Geld. Boom. Okay, bye bye, bye bye. Wohin geht ihr eigentlich? Will jetzt mal wieder zurück? Warte mal. Wartet mal. Was zum Teufel macht der Typ da hinten? Pokémon can't found in Water 2. Pokémon can be found in. Ja, das ist schon klar, ne? Dive Balls. Balls. Mal gucken, was diese Bälle hier sind. Nein. 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 Leute. Ah, Tauchball. Ah, genau. Ist ein Tauchball. Und ja, Leute, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder. Nein, das nicht. Entweder gehen wir jetzt in das Pokémon-Häuslein rein. Ja, komm, wir besiegen jetzt auch Charon, scheiß drauf. Egal. Dum, 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 dum. Aber wisst ihr was? Ich glaube, Charon kommt erst im nächsten Part, genau. Weil jetzt habe ich gerade keinen Bock auf den. Ich habe keinen Bock auf diesen Spaten. So, Fahrrad, Fahrräder sind immer gut, ja. Und hier, die nächste Trainerin. Was labert die jetzt für eine Scheiße? Ah! Kämpfen wir? Okay, sie besitzt ein Visor. Visor? Ein Pokémon, normal Pokémon aus der zweiten Generation. Kennen bestimmt viele von euch. Ich kenn's nicht. Hat er jetzt gelogen? Oder? Warte, ich hab grad so Geistesbiss. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Ja, der Spruch ist cool. Jetzt kommt Staralini. Ich lasse einfach mal Teil Staralini rein, damit Staralini gegen Staralini kämpfen kann und Staralini dann mit Staralini zerstören kann. Damit Staralini ist. Okay, das letzte Staralini hat nicht so viel Sinn ergeben, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, das war jetzt Quick Attack, Ruckzuckhieb. Und Staralini ist da.
Und gleich wird sich unser Charlie weiterentwickeln, aber nein, ich will ihn jetzt Double Team nicht nennen. Leute, guck mal, Double Team ist so eine überflüssige Attacke. Das glaubt ihr nicht. So richtig überflüssig. Sag ich euch. Okay, Serpifeu ist drin. Oh mein Gott, es ist ein Eneko. Eneko war mir nie so ganz geheuer, ne, wenn ihr versteht. Ich komme immer mit diesem Standardspruch, wenn ihr versteht, was ich meine. Was ist Rap? Achso, Wickel. Hm. Ja, okay, scheiß drauf. Jetzt habe ich Wickel eingesetzt, jetzt ist egal. Gut. Ja, du wärst eingeengt, ne? Oh mein Gott, Lesben. Scheiße. Ja, ne? Server weiblich, Skitty weiblich. Oh mein Gott. Ah, ne, Pokémon perverse Sache. Also, ne. Das geht gar nicht. Jetzt eine Rankenhieb-Attacke. Ja, fast down. Jetzt setzt die Gesichter ein. War eigentlich völlig klar. Ah, ne, down sind wir. Down ist dieses Inekono. Ineko nicht. Alter, was los? Was los? Haftbefehl. Okay, Silver ist Level 12. Er lernt leider gar nichts. Jetzt kommt der Azure. Nein. Nix tauschen. Ein Azure. Ja, ein Azure. Kein Azumere. Ah, Azure war cool. In der Pokémon Smaragd Edition habe ich mich früher immer gefragt, wie man so ein Kack-Pokémon bekommt. Ich konnte nie drauf kommen. Ehrlich, Leute, ehrlich. Dann irgendwann habe ich in Pokerike oder Bisa-Fans gelesen, weiß ich nicht mehr, dass man das Pokémon durch Zucht bekommen kann. Okay, Zucht. Da habe ich einfach Meryl dahin getan. Was kommt im Ei raus? Meryl. Da habe ich nochmal genau gelesen, ne? Man braucht so ein spezielles Item. Ich glaube, das war Seerauch oder ich bin mir nicht mehr sicher. Ist schon lange her. Sehr lange. Auf jeden Fall dann. Habe ich das in die Pokémon-Zucht gelassen, ne? Das Geilste ist, mein GBA, also mein Gamma Advance, ging dann Schrott. Ja. Fail. Da habe ich erstmal so eine ganze Zeit lang kein Pokémon und überhaupt nichts mehr gespielt. Bis ich dann meinen ersten Nintendo DS Lite bekommen habe, in Silber. Ja, und dann konnte ich erst wieder so ein bisschen spielen und so, aber dann hat es kein Fun mehr gemacht, so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann, nächster Trainer, was bist du für eine? Eine. Naja, er besitzt nur ein Pokémon, ein Radfratz. Das kommt mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Weil guck mal, das Radfratz sieht doch etwas so shiny-mäßig aus, ne? Aber Radfratz ist, glaube ich, so Gold oder so. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Das ist so golden. Ja, ich glaube, das ist so golden. Naja, Trank einsetzen. Und fokussieren. Warte, wie ging das nochmal bei Karate Kid? Fokussieren und dann kam noch was. Fokussieren geht über fokussieren. Nein, das war was anderes. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber was war das? Ach, scheiße, habe ich jetzt vergessen. Egal. Und da sehen wir einen Pokéball. Ja. Wir sind so ganz cool und holen den uns jetzt. Bim, 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 bim. X-Verteidigung. Yeah. Und den gibt uns jetzt einer dieser Affen-Pokémon. Glaube ich. Ja. Eins dieser Affen-Pokémon. Die ist vom Wasser. Ach, scheiß drauf. Ah, nee. Das ist ja dieses Wasser-Pokémon. Kein Bock, Spitzen abzugeben. Nö. Behindert, ey. Naja, mit dem Fahrrad fahren wir jetzt hier raus. Und ja, Leute, das war's für diesen Part. Schon wieder. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich heile noch schnell meine Pokémon. Und im nächsten Part werden wir gegen Charon kämpfen und eventuell gegen den Arenaleiter. Ersten Arenaleiter. Wird schon funniges Kampf ist Klampf. Ach, egal. Und ja, Leute, wie schon gesagt, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Mal. Was ist los? Beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.